Eine gute Tat, Präsidente. Ja, aber nicht lange. Nicht lange. Okay, wenn ich jetzt die Farm gesetzt habe, was wäre denn das nächste? Säge, Gerberei, Konservenfabrik, Molkerei. Ich habe jetzt Rinder, Stahlwerk, Schokoladen, Möbel, Plastik, Fahrzeug. Molkerei. Plantage, Öl, Fischfarm. Okay, ach nee, verdammt. Das ist gerade verwirrend. Das Fleisch wird gar nicht bei denen benutzt. Fleisch, Fett, doch, Fleischfälle. Also setzen wir hier unten auf jeden Fall eine Gerberei noch mit gleich ran. Gerberei. Deswegen habe ich das so gemacht hier. So. Aber was macht der mit dem Fleisch? Einfach nur gar nichts, oder was? Okay. So, was haben wir noch? Schafe. Ihr seid doch alles Schafe. Alles Schlafschafe. Ach, verdammt. Dann müssen wir dich leider ein bisschen nach links setzen. Farm. Das hätten wir auch gleich mal ordentlich machen können. Farm, Schafe. Warum kann das nicht hier hin? Wahrscheinlich, weil das da noch dieses Zeichen da ist, okay. Farm. Schafe. Bis jetzt geht's. Da haben wir das. Was machen wir denn mit Schafen? Stahl. Ah, okay. Baumwolle zu Stoff, alles klar. Aber. Ah, nee, Baumwolle. Wolle oder Baumwolle? Gut, das lassen wir aber erstmal. Erstmal machen wir den Industriezweig hier. Tropikaner für Militäraktionen warnt, dass es auch hier passieren kann. Vergesst also nicht, eure unbenutzte Munition zu spenden, um unsere tapferen Soldaten zu unterstützen. Ich weiß ja nicht, was ich mit den Achsenmächten machen soll. Diese Handelsroute. Aber ganz ehrlich. Ah, die Blau-Plause möchte ich schon gern haben. So. Die Bürger verlangen nach Wahlen, Präsidente. Ach nein! Ich hätte. Ach verdammt, ich habe gerade nicht richtig hingeguckt. Ach, scheiße. Ich wollte eigentlich eine Rede halten. Macht immer ganz viel Spaß. Wahltag in 23 Monaten. So, jetzt lassen wir das erstmal alles bauen und das erstmal alles angehen in der Produktion. Hier möchte ich ein Reichenviertel reinmachen, deswegen werde ich wahrscheinlich die Baracken hier wegrupfen. Die Kaserne sollten wir ja noch bauen, genau. Die Kaserne können wir hier mit ranbauen, das ist an die Straße. Da wir exportieren noch ganz gut.
Okay, der hat aber einen dezenten Radius. 334 Mitarbeiter haben wir schon. Mitarbeiter haben wir schon. Ja, es sind ja alle der Tropicana, der Tropico GmbH. Alles Angestellte der Tropico GmbH. Angriff ist die beste Verteidigung, Präsident. Aber im Moment bin ich... Das macht echt mega Spaß. Es dudelt einfach so vor sich hin. Gott sei Dank, also es scheint wirklich an dem Vulkan gelegen zu haben, weil hier ist es jetzt dreiviertel Stunde, bis jetzt ich gespielt habe, noch nicht abgestürzt. Oder? Dreiviertel Stunde? Weniger. Keine Ahnung. Ich würde mal sagen, wir machen mal noch natürlich jetzt Industrie, Plantage, Ananas, Kakao. Was kann man denn noch so machen? Tabak. Kaffee und Tabak. Was braucht man mehr? Frage ist, geht das jetzt? Ich glaube, das passt und ich muss das nicht mehr wieder abreißen. Was kann man denn noch machen? Baumwolle, Gummi, Kaffee. Komm, wir machen mal noch eine zweite Tabak. Hier ist ja eh nicht so viel Gebiet, was man... Flugzeuge haben die Kriegsführung revolutioniert. Trotzdem besitzt Tropico keine Luftwaffe. Eine Stellungnahme des Palasts meint, lernt Flugzeuge zu fliegen, dann kriegen wir auch welche. Aber sie haben ja recht. So, Zollamt machen wir direkt am Hafen. Neben die Piratenbucht. Ich bin mir sicher, dass die guten Bürger von Tropico für... Ey, bei 40% freie Wahlen. Warum gucke ich denn da nicht vorher hin? Wie dieses Geld fließt. Jetzt werden alle erschossen. So. Einnahmen, Ausgaben gefällt mir sehr gut im Moment. Fleisch, Wolle, Baumstämme, gucken wir mal, was die... Präsident, ich bin inspiriert. Busgarage, Bushaltestelle. Ich habe das Problem des Kapitäns. Das war knapp, Präsident. Offenbar müssen einige Bürger daran erinnert werden, wie es... Warum geht denn die... Ich glaube, wegen der Prohibition, gell? Weil die geht immer weiter runter.
37% nur. Eieieiei. 38% steigt wieder. Oder nee, war da oben nicht die ganze Zeit schon 38? Ja, wir schauen mal. Ich glaube, es lag ein bisschen an der Prohibition. Und so behalten wir durch ein unfassbar knappes Ergebnis unseren geliebten Präsidenten. Wie ich höre, war es nicht ganz so knapp. Tatsächlich war es ein Erdrutschsieg. Ja, das war es tatsächlich. Ich weiß nicht warum, aber alle erfolgreichen Schwerverbrecher sehen sich nach Inseln um. Vulkane sind besonders... Es gibt eine Verbrechenswelle, Präsidente. Ich wurde auf dem Weg hierher dreimal überfallen. Als wäre ich Detektiv in einem billigen Roman. Kriminalität ist ein gieriges Geschäft, nicht wahr? Ich möchte Ihnen ein Angebot machen, das Sie nicht ablehnen werden wollen. Ich möchte einen Teil dieser saftigen Wäsche, also brauche ich eine Art... Wie wäre es mit Restaurant? Absetzte Augenlässe. Muss ein geeignetes Stadion geben. Ich will Spaghetti essen, während man sich um mich kümmert. Schauen Sie sich das... warte mal. Sicherheitsfenster. Nee. Wo ging das? Schau einmal nach hier. Sicherheit. Sicherheit ist aber überall gut. Oh, warte mal, Umweltverschmutzung. Nahrungsqualität. Spaßabdeckung. Oh, wir müssen da mal ganz dringend noch einen Zirkus hinbauen. Ja, aber das mit der Sicherheit habe ich noch nicht so ganz verstanden. Weil hier ist ja alles... Ich baue ihm das hier hinten hin. Aber das hinkriegen. Bin mal gespannt. Achso, ich muss auch mal wieder Play machen. Keine Ahnung, wie ich das mal sage. Eine Busgarage braucht man. Müsste dann hier vorne sein. Und eine Bushaltestelle, hat er gesagt. Aber wie baue ich denn den Bushaltestelle? Muss ich gucken, wie das dann geht. Es wurde bestätigt, dass unser geliebtes Maskottchen Captain Tropico auf der Gala der Tropico-Dienstleistungsorganisation erscheinen wird. Moral ahoi! Moral ahoi! Guck mal, jetzt können wir zum Beispiel mal, wir haben jetzt genug Geld, die Produktion läuft, wir können mal gucken, dass wir einmal das Stahlwerk... ...schon in den Wald rein. Und daneben dann gleich die Waffen. Es ist geschafft. Der Plan verläuft gut, Präsidente. Jetzt, da Recht und Ordnung herrschen, können wir ein paar Missetäter einsperren.
Wir machen solche Sachen so, schon seit Jahren. Es gibt doch nichts über einen Trip nach Übersee und ein paar Einheimische, die zu Tode erschreckt werden. Wir wollen Verhaftungen, Präsident, von Verbrechern, wenn möglich, aber das... Okay. Denn mal nach. Zufriedenheit. Alter, das sinkt ja immer weiter. Gesundheitsversorgung. Glaube. Ah, okay. Dann müssen wir jetzt ein bisschen was machen. Dann... Ah, warum gehst du da runter? Dann... Dienstleistung. Kirche. Klinik. Klinik. Mit Straße. Da müssen wir gleich mal gucken. Das ist ja übel. Das ist ja übel. Was fehlt denn noch? Arbeit haben sie? Wo? Arbeit. Spaß brauchen sie noch mehr. Ja, habe ich gerade erst fertiggestellt. Was kann man denn dann noch so hinstellen? Im botanischen Garten. Ja, es muss erstmal so gehen. Das ist Katastrophe hier. Das müsste die Busgarage sein, ja. Wieso wird das jetzt schon gebaut? Panik, Präsident. Denn ich bringe Neuigkeiten. Es ist ein großer Tag für unsere... Ich will die Kommunisten nicht unterstützen. Transportbüro. Es scheint, als bräuchten sie größere Gefängnisse, Präsident. Da sieht man, wie gut alles läuft. Bauen Sie die Gefängnisse auf der kleinen Insel. Oh, okay. Kann man nämlich dann das Große da abreißen. Aber wir haben noch nicht genug Geld. Wir warten mal, dass da ein bisschen Geld reinkommt. Wie sehen denn die Finanzen im Moment aus? Ausgaben. Oh, ach ja, weil ich viel gebaut habe. Guck mal, wie viel kriegen wir? 30.000 hier rein. Ich habe jetzt eine Masse gebaut hier. Irgendwann hat man geschrieben, bei mir in den Kommentaren, er mag das, wenn ich die ganze Zeit so mitsumme. Und dachte mir so, ernsthaft? Das ist aber total im Unterbewusstsein. Ein guter Anführer hört auf sein Volk, Präsidente. Zeigen Sie, dass Sie sich um Ihre tropikanisch... Ja, eine Feuerwache können wir. Wir müssen erstmal ein bisschen Geld einnehmen.
ganzen Sachen bauen. Oh, wir sind schon bei Zustimmung 19%. Sie hassen mich. Oh, sie hassen mich. Was kann man denn noch machen? Ah, wir können mal kleine Läden bauen. Industrie, Wohngebäude, Unterhaltung, Luxus, Medien. Kleiner Laden. Ich habe eben erst gelesen, Feuerwehr, Feuer, ich hatte, Feuerwehr brennt? Nee, was? Das ist auf den ersten Blick. Angriff ist die beste Verteidigung. Ich werde es nie lernen, Dinger richtig hinzusetzen. Freut mich, dass das hier funktioniert. Der Palast hat offiziell bekannt gegeben, dass wir den Krieg definitiv gewinnen. Bleibt dran, um zu erfahren, auf wessen Seite wir aktuell stehen. Grandios. Da gab es ja wieder ein bisschen Geld. Wie sieht es denn eigentlich hier mit Transportbüro? Mit meiner. Was fehlen denn? Nickelstahl. Stahl bekommt er gerade. Kohleeisen. Es fehlt aber wohl Nickel. Du bist Kohle. Du hier hinten warst Nickel, gell? Ne, du warst ein Holzfäller. Was ist denn aus Nickel geworden? Transportbüro hier hin. Ich glaube, es ist zwar ein bisschen viel. Bahnausgang 0. Das verstehe ich gar nicht. Es ist ein großer Tag. Hm.
Müssen wir mal einen Blick behalten. Warte mal, jetzt haben wir doch Eisen und Stahl. Vielleicht können jetzt irgendwas... Ja, Stahl wollen sie doch haben. Tabak wollen sie doch auch haben hier. Vertrag unterzeichnen. Hier. Damit das endlich wieder unten weggeht. Ja, Nickel. Es fehlt an Nickel. Stahl haben wir genug. Das läuft, aber es fehlt an Nickel. Ich würde aber sagen, wir machen erstmal an der Stelle Feierabend für heute. Ich bin ja froh, dass es läuft. Wie gesagt, ich habe vorhin echt gekotzt, weil immer mehr auf dem anderen Level mit dem Vulkan immer die Map stehen geblieben ist, also das Spiel stehen geblieben ist. Warte mal, da oben ist nicht angebundene Feuerwache. Ich habe die doch eben extra so... Geil. Ich lasse mein Leben manchmal. Gut. Nee, was haben wir nochmal? Nee, gut. Präsidente, erinnern Sie sich an die Geschichte? Ja. Das geht immer weiter runter mit der Zufriedenheit. Die hassen mich. Wie kann ich das machen? Wenn Sie die Arbeitsleistungen... Ich habe keine Ahnung. Also nächste Wahl sieht dunkel aus. Da müssen wir viel bescheißen. Da müssen wir richtig viel bescheißen. Stelle. Genau so was brauchen wir. So, dann kann man nämlich hier noch die Gefängnisse hinstellen. Ja, erstmal Nickel. Erstmal Nickel. Das Rest ist mir gerade so egal. Ja, ist ein bisschen eng hier. Aber wenn das Ding gleich wegkommt, dann wird ja wieder ein bisschen mehr Platz. Bam, bam, bam. Wie sieht jetzt mein Umsatz aus? Ja. Ach, ich weiß nicht, wie ich das hochkriege. Vielleicht schreibt ihr mir mal ein paar Tipps in die Kommentare. Macht ihr sowieso nicht. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen, Präsidente, aber ich bin heute mit dem Verlangen aufgewacht. Verbessern die Verordnung Kirchengebühr. Das
funktioniert nicht. Kirchengebühr erforschen. Kriegsrecht. Audienz. Ach, da ist er. Scheiße. Egal, kriegen wir schon hin. Ach, Forschung abgeschlossen, Kirchengebühr. Kanal Uno! Mehr als nur El Presidentes Lieblingssender! Sind Sie die ganzen Ranken und Schlanken? Die Reichen suchen immer nach neuen Wegen, um noch mehr Geld zu verdienen und sind jetzt auf die großartige steuerfreie Gelegenheit namens Sonntagsmesse gestoßen. Die Kunden müssen Eintritt zahlen und wenn sich die Pater beschweren, weist man auf Matthäus 22, 21 hin und macht ein selbstgefälliges Gesicht. Die Kirchgänger werden nicht sonderlich froh sein und sie können eine Standpauke von der guten Schwester erwarten, aber wer kann schon der Gelegenheit widerstehen, Propheten in Profite zu verwandeln? Genau. Gut, meine Lieben, wir machen jetzt aber wirklich mal Feierabend. Ich speichere mal an der Stelle. So, überschreiben. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Wie gesagt, ich werde jetzt wahrscheinlich den Tag auch mal ein bisschen Sandbox spielen, dass ich einfach mal eine Welt erstelle und dann einfach mal Just for Fun baue. Nachteil ist natürlich, man hat immer keine Aufgaben, die man erfüllen muss, aber warum nicht? Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann, ciao.